Da seid ihr. Seid ihr gut vorbereitet? Ja. Das alles? Ich brauche für das Fotobuch ein letztes Foto. Könnt ihr mal so hier so herzlich machen, ihr zwei? Chaka, ich drücke euch so fest die Daumen, es wird eine Mega-Szene. Ja, natürlich. Ja, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ciao, vielen Dank euch. Hallo zusammen zu Kika Live Schloss Einstein Backstage, die letzte Backstage-Folge tatsächlich zur Staffel 23 und heute knallt's so richtig. Und weil es so eine besondere Folge wird, habe ich heute einen Co-Moderator. Tada! Hallöchen! Hesa. Wie geht's? Prickelnd. Und dir? Ja, super gut. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt, denn du hast prickelnd schon gesagt, es gibt ja so manche Szenen im Leben eines Schloss Einstein-Darstellers, die bleiben in Erinnerung, sind etwas ganz Besonderes. Welche wird's bei dir sein? Ja. Martha und ich, vielleicht prickelt es da auch so ein bisschen. Das ist eine Szene, die wird bestimmt im Gedächtnis bleiben. Was passiert denn in der Szene? Sag mal. Vielleicht habe ich die Martha ein bisschen lieb. Wie bereitet man sich da vor? Ganz ehrlich, wie oft hast du Zähne geputzt? 729 Mal. Kein Knoblauch, keine Zwiebeln beim Essen? Nein, akzeptiert. Ich komme ja immer schon relativ nah ran bei euch, aber ich glaube mit dir noch ein bisschen näher. Können wir uns mal ein bisschen ranpirschen? Vielleicht, probieren wir es. Okay. Mein Trumpf. Auf geht's. Ich schau mal kurz. Okay. Guck, ob die Luft rein ist. Okay. Und dann komm ich wieder. Okay. Also Fazit, wir haben kreativ gedreht. Und das waren nicht wir. Komm, wir gehen in die Küche. Komm in die Küche. Komm in die Küche. Die stehen uns auch überall. Hilfe. So geht's mir mal, wenn ihr dreht. Und dann fliegt irgendjemand was runter und alle gucken zu mir. Jess, was? Ich weiß nicht. So. Okay, ist das hier eigentlich alles echt oder ist das fake? Also ich kann dich aus 200 Metern damit abwerfen und wir müssen einen Krankenwagen rufen. Wobei, es ist nicht echt, okay. Wir können einfach, Kannst du kochen eigentlich? Ich kann wirklich ein bisschen kochen, so ein bisschen. Ja? Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr auf mich alleine gestellt war hier in Erfurt, muss ich ein bisschen mehr für mich selber kochen und so. Okay, ich habe eine Idee. Was, noch was? Machen hier mal ein Wurffoto. Du wirfst das hoch und fängst es so auf, weißt du? Ich versuche abzudrücken. Wir lassen das. Dumme Idee. Machen einfach auch Gangfotos, ein Stück weit. Wow. Auch ein sehr schönes Foto. Profikoch. Und guck mal hier, das sind hier übrigens die Bilder, die es in die Sendung Schloss Einstein geschafft haben. Wir haben ja genau hier den Aufruf damals gemacht, dass ihr uns Fotos in der Siegerpose schicken sollt. Und einige haben es in die Sendung geschafft. Cool, oder? Machst du im echten Leben eigentlich auch so viel Sport? Ich laufe. Also ich, ja so Langstreckenlaufer. Aber Marathon? Nee, Marathon noch bis jetzt noch nicht. Aber das wäre cool, wenn ich es mal schaffen würde. Ja, Halbmarathon. Ist als nächstes dran. Mach doch mal so eine Schloss Einstein-Staffel. Schloss Einstein-Staffel. Ihr könnt alle mitmachen. Staffellauf. Das wäre lustig. So ein Staffelmarathon. Ich kann euch auch coachen, wenn du willst. Okay, nein, nein, alles gut. Warte. Geh du vor. Sie drehen nicht. Yes. Ey, ich hasse diesen Beziehungskram. Grünes Licht. Okay. Das Chaos ist gar nicht in deinem Kopf, sondern eher hier. Ich glaube, ich muss einfach weg. Wächst du durch? Geh wieder raus. Das war richtig gut. Und sie hat über die Szene mit Till Jonas gesprochen. Sie hat über eure Szene gesprochen. Ja, ja. Es war ein Wechselschnitt, deswegen wir eine andere Szene. Ich glaube, jetzt mal lass mir den mal anrufen. Okay, okay. Gut, okay. Rein. Zeiger tickt ein bisschen. Ja. Ich muss jetzt schon mal ab. Das sind deine Sachen? Okay, ab ins Kostüm. Jetzt geht nämlich sein aktiver Schluss-Einstein-Tag tatsächlich los. Da darf ich nicht mehr so viel stören. Deshalb abstell in die Klamotte. Stark. Ja, Outfit. Check. Was kommt jetzt? Sachen wegtun und Maske. Perfekt. So. Guck mal, das hier sieht aus, als wäre gerade so ein schöner Sonnenuntergang, ne? Aber das ist Licht von draußen. Guck mal, da steht die Sonnenuntergangslampe. Fernsehen. Hier? Hallo! Hallöchen!
das ist Sibels Zimmer? Das ist Sibels Bett, genau. Ah, okay. Findet hier gleich die nächste Szene statt oder wo? Genau. Was also ich bin zwar nicht drin, aber Sibel und Pavel haben eigentlich so ein Beziehungsproblem hier. was ihr nicht sehen könnt, hinten dran steht schon das Schloss Einstein Team. Die müssen den Raum hier einrichten. Deshalb gehen wir mal kurz raus. Ja, ich glaube auch, ja. Wer sagt, jetzt ist Sibel fast Spaß. Cool. Und als du jetzt gesehen hast, welche Geschichte Till und Martha haben in der Serie, fandest du gut? Sagst es hat sich ja schon so, es wurde ja schon eingeleitet am Ende. Als er neu kam, hast du dir da schon gedacht, das ist ein Kandidat für dich? Tatsächlich schon. Also, mega. Es ging halt, ich habe tatsächlich einfach die Rollenbeschreibung von Till gelesen, ja, und dachte mir so, warum ist Martha noch mit Kasimir zusammen? Das, ja, das sind Soulmates, ja, also die müssen, ja, zumindest irgendwie, ja, sehr eine Beziehung miteinander haben. Jetzt nicht unbedingt auf Liebesbasis oder so, ja, aber hat sich ja letztendlich doch so entwickelt. Krass. Das haben ja auch echt viele Fans gewollt. Also, ja, habt ihr euch geschrieben, oder was? Ja, man hat es einfach krass mitgekriegt auf Social Media. Ja. Erste Folge, letzte Staffel, genau, letzte Staffel, 22. Till ist aufgetreten, Martha und Till, ich glaube, es war sogar in diesem Flur sogar, yeah, haben sich angebieft das erste Mal und alle so, ah, ich schipp die! Ey, lass das mal hier! Was? Ich verstopf die Gänge mit eurem Dreck. Wer bist du denn? Der Chef. Mhm. Tja, dann pass mal schön auf, du Chef. Was war bis jetzt deine Lieblings-Till- und Martha-Szene? Uff, also ich spiele, ich habe ja gefühlt alles mit Jonas gespielt, das letzte Jahr und dieses Jahr. Deswegen, ich glaube, auf Anhieb kann ich gar keine spontane Szene sagen, die ich da am liebsten gehabt habe. Aber mit Jonas weiß ich einfach, es spielt sich so gut. Wir haben wirklich immer in jeder Szene haben wir Spaß und denken so, ja, okay, gut, wir arbeiten richtig gut zusammen, wir haben noch spontane Ideen dann zwischendrin, deswegen, das macht eigentlich immer Spaß mit ihm. Knistert es euch bei euch auch im echten Leben? Bei Luna und Jonas? Bei Luna und Jonas. Privatsache? Nein, aber nein, von uns aus, also persönlich gesehen nichts. Aber ihr spielt's? Ja. Wir sind dann einfach in der Rolle drin und versuchen uns auch beide so runterzufahren, so wir sagen, ja, okay, alles gut, wir sind jetzt in den Rollen, wir spielen jetzt eine Szene und das wird richtig geil. Du und ich, das wird nie etwas werden. Verstehst du? Selbst wenn es Kasimir nicht gäbe oder wenn du der letzte Junge auf diesem Planeten wärst. Du lügst. Ich glaube, wir haben dann einfach beide so einen Blick von außen drauf, so okay, das muss jetzt einfach gut werden. Cool. Ich komme zum Coaching, wenn es geht. Ja. Kann ich zugucken? Ja. Okay. Du bist so nervig, so anstrengend und so sprunghaft. Oh nee, bitte nicht so viele Komplimente auf einmal. Gut. Du bist echt voll die Herausforderung. Das ist jetzt gerade die Textprobe überhaupt. Das ist voll die Herausforderung. Aber ich liebe... Die Herausforderung? Dich. Du Nervenkurs. Irgendwie ist es komisch, sofort in den Kurs reinzugehen. Mhm. Wir hatten eine Idee, das noch so ein kleines bisschen rauszuzögern, bevor es dann halt wirklich passiert, sondern dass ich ihn vielleicht, also entweder einfach dadurch aus dem Satz rausbringe, dass ich ihm halt dann auf einmal ganz nah bin oder ihm halt, keine Ahnung, Finger auf die Lippen lege oder sowas. Also damit ich ihm die Finger nicht auf die Lippen. Nee, das ist zu viel Romanz. Was ist, wenn du so zu ihm läufst und dann so langsam und schon wieder lässt du mich nicht. Und dann? Ja, genau. Aber nicht so bumm. Ja. Das ist so nervig, so anstrengend, so sprunghaft. Und das ist eine wichtige Szene gleich, auf die alle warten wahrscheinlich. Deshalb lassen wir die jetzt noch einmal in Ruhe üben mit der Regisseurin und mit dem Coach. Noch eine letzte Probe und dann wird's wirklich ernst für die beiden. Den echten Kuss, den machen sie natürlich nur mit der Kamera. Wahre Profis. Und ich bin so übergespannt. Klappt das denn? Gibt's ein Happy End für das Liebespaar Martha und Till? Oder fliegen am Ende doch wieder die Fetzen? Also ich freue mich mega auf die Fortsetzung. Hoffentlich ihr auch. Und damit tschüss von Kika Live Schloss Einstein Backstage.